Diesen großen Vorteil haben Autos, die aus Wolfsburg kommen. Sie funktionieren, und zwar immer. Vorstellung überflüssig. Den VW-Transporter kennt alle Welt. Le Moteur Volkswagen, La Macchina Volkswagen, The Volkswagen Motor. Auf gut Deutsch, der Volkswagen-Motor. Damit ist alles gesagt. Sehen wir uns die verschiedenen Modelle einmal näher an. Da ist zunächst der allseitig geschlossene Kastenwagen. Dann der Kombi mit Fenstern im Laderaum. Bis zu 9 Personen mit Geräten finden bequem darin Platz. Nutzlast bis zu 1 Tonne. Leichtes Ein- und Ausladen durch die zweiflügelige Seitentür und durch die Tür im Heck. Auf Wunsch auch mit Schiebetür. Blumen gibt's in allen Farben und Formen. VW-Transporter auch. Das ist der Pritschenwagen für Freiluftliebhaber. Alle 3 Bordwände kann man herunterklappen. Und wem der Platz immer noch nicht ausreicht, auch dem kann geholfen werden. Durch eine verbreiterte Ladefläche. Da sind sie beide, normale und Großraumpritsche. Dieses Modell nimmt glatt 70 Steigen auf sein breites Kreuz. Macht ihm gar nichts aus, nicht die Bohne sozusagen. Wer will, kann den Pritschenwagen auch mit Plane und Spriegel bekommen. Mancher wird sich nun sagen, Kombi gut, Pritsche gut. Ich brauche aber beides in einem. Eine offene Ladefläche für meine Güter, geschlossenen Sitzraum für meine Mitarbeiter. Auch dafür gibt es eine Lösung. Den Pritschenwagen mit Doppelkabine für 6 Personen. Die Lademöglichkeiten sind verschieden. Was immer gleich bleibt, sind die Fahreigenschaften. Ein VW springt an und zieht weg, auf Feldweg und Straße, im Sommer und Winter, am Berg und in der Ebene. Sparsam, temperamentvoll, zuverlässig und vor allem nicht tot zu kriegen. Genau so muss ein Nutzfahrzeug für die Landwirtschaft beschaffen sein. Es hat schon seinen Grund, dass man den Transportern aus Wolfsburg überall begegnet. Obwohl es natürlich jedem selbst überlassen bleibt, wie er seine Transportprobleme löst.